Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu der letzten Spezialsendung in diesem Jahr. Der Andreas Krummes hat für uns 3 Weihnachtsmärkte in der ganzen Schweiz besucht und genau unter die Lupe genommen. Eins haben sie alle gemeinsam, es war sau kalt gewesen. Angefangen hat die Weihnachtstour in Luzern. Klein, aber fein. Das ist der Luzerner Weihnachtsmärkte. Inmitten der Altstadt am Franziskanerplatz kommt Weihnachtsstimmung auf. Auch kulinarisch. Es kommt jemand, der bitter kalt hat. Und ich suche was Feines, Wärmendes. Es sind diverse Fruchtglühweine oder diverse Honigweine. Dann bleibe ich doch beim Honig, das findet man nicht so oft. Probiere ich die Kirsche sehr gerne. Wir fangen mal mit der Kirsche an. Wir fangen mal mit der Kirsche an, ja genau. Dann komme ich durch den ganzen Weihnachtsmarkt noch durch. Das ist der Verein, vielen Dank. Vom Weihnachtsmarkt Luzern. Ah, mega fein. Gefällt mir fast besser als ein klassischer Glühwein. Das Getränk der nordischen Götter wärmt für den nächsten Schritt. Andreas Krummes besucht Helmut Achermann, Mitglied des Luzerner Organisationskomitees. So, da dampft es und da qualmt es und es riecht mega fein. Was ist das Gastro-Konzept, das ihr habt? Also die Anfragen sind natürlich sehr viel. Wir könnten wahrscheinlich 3-mal den Markt füllen mit Anfragen von Foodständen. Wir haben uns für ein paar Exklusive entschieden, was den Fingerfood-Bereich angeht. Man sieht das auch an der Aufmachung von diesen Ständen. Also ganz nach modernen Kriterien, nach hygienischen Kriterien wird ausgewählt und auch nach der Qualität der Produkte, die sie verkaufen. Und das werden jetzt aber auch, sind immer die gleichen durch das. Also es gibt da keinen Wechsel, sondern wir bleiben auf denen, die die Qualität anbieten, eigentlich stehen. Nächste Station. Luzerner Wurstspezialitäten. Die Rossmetzg Omlin aus Ennetmoos bietet Außergewöhnliches. Und so haben wir eine Fohlen. Wir haben Fohlen Landdecken, wir haben Lama. Lama? Ja, jetzt bin ich halt. Das ist ja ganz speziell. Nein, haben wir alle ein Lama. Sind das Schweizer Lama, nein? Ja, recht herzlichen Dank und Prost. Ich bedanke mich auch. Mit Lamawurst im Sack. Und aller Kälte zum Trotz. Holt mich aus dem Weihnachtswald. Der Chef von Best of Swiss Gastro testet noch etwas Süßes. Die Firma Hageli ist da die richtige Adresse. Seit über 60 Jahren fahren sie ihre Leckereien ausschließlich zu Markte. Ich habe gehört, grüß Sie wohl, da gibt es die besten Mandeln in Luzern. Ist das so? Wie seid's, ja. Dann nehme ich so fein von den superschönen Mohrenköpfen. Sehr gern. Hey, voilà. Wunderbar. Nur für Sie. Ja, das glaube ich auch, weil ich habe ganz viele Neider, die würden gern reinbeißen, aber das lasse ich nicht zu. Darum esse ich den gerade auf einmal. Schön so. Auch wenn er den Mund manchmal etwas voll nimmt. Hier sein kulinarisches Fazit über den Weihnachtsmarkt Luzern. Ein kleiner heimischer Weihnachtsmarkt, viele regionale handwerkliche Produkte, kulinarisch nicht ganz so vielseitig, ein paar kleine interessante Sachen entdeckt. Der Met war sicher speziell. Wir haben Lamafleisch und Pferdefleisch, ganz spezielles gegessen. Und ich denke, so die süße Überraschung war sicher jetzt am Stand mit den gebrannten Kokosmandeln und dem wunderfeinen Mohrenkopf. Als nächstes steht für den Andreas Krummes der Weihnachtsmarkt in Winterthur auf dem Programm. Klein, aber fein. Ein Weihnachtsmarkt im Herzen von der Altstadt von Winterthur. Am Weihnachtsmarkt Winterthur wird auf Handgemachtes gesetzt. Gerade auch im Bereich der Kulinarik. Serviert werden unter anderem schwäbische Dineten mit selbstgebackenem Brot. So, was gibt es denn bei euch Feines? Ich sehe einen großen Ofen, es dampft und sieht mega lecker aus. Und ihr macht das Brot selber? Ja. Ich sehe, ihr habt ja sogar noch den Bäcker vor Ort. Ja. Sogar der Ofen selber gemacht. Der Ofen selber gemacht, also das ist dann wirklich handmade, oder? Ganz fein. Nächster Gang, Wurstwaren. Speziell in Winterthur, die stadteigene Winti-Wurst. Grüezi wohl. Ich habe gehört, hier gibt es die schärfsten Würste von Winterthur. Ja, ja, das stimmt. Das stimmt schon. Dann wollen wir doch mal gucken, ob die Winterthurer besser sind und die St. Galler da einpacken können. Ha?
Kompliment, ganz eine feine Wurst. St. Gallen kann sich warm anziehen. Die pikante Vinti-Wurst gibt es am Stand von Olaf Hauser. Er ist Teil des Organisationskomitees. Uns ist wichtig, dass wir für jeden etwas haben. Wir haben Raclette, Crêpe, Würst, Dinete, tibetische Speisen, Garnispastis, dass wir nicht Dubletten haben, dass wir nicht drei Wurststände haben, dass wir für jeden etwas haben. Nach Flammkuchen und Wurst braucht der Best of Swiss Gastro-Tester ein Absackerli. Aber ich habe gehört, es gibt die besten, den besten Dampfcafé da, bei ja, euch, ja, auf dem Weihnachtsmarkt. Und entdeckt dabei eine echte Rarität. Ja, da zwitschern so die Vögel vom Dach. Ja, also das Unterteil ist von meinem Grossvater da. Ja. Der Würfel quasi. Camino. Das ist von 1922. Ist die, aber die wird nicht mit Holz geheizt. Holz und Kohle. Das habe ich jetzt noch nie gesehen. Das ist ursprünglich ist das ein Kachelofeneinsatz. Okay. Gewesen, zum Energiesparen. Nach Kaffeeschnaps der wahrlich alten Schule. Das Fazit für Winterthur. Also was wir hier gesehen haben, hier spielt viel das Handwerk mit, hausgemachte Sachen, handmade, teilweise direkt vor Ort. Und das ist eigentlich schon beeindruckend, wenn ich auch als Besucher von einem Weihnachtsmarkt nicht nur Convenience-Produkte vom Grill sehe, sondern auch feine handgemachte Spezialitäten. Also ich glaube, das Highlight ist wahrscheinlich, was mir am meisten beeindruckt hat. Ich weiß, ob das gerade die kulinarische Hochburg ist, aber der Dampfcafé mit der alten Maschine aus dem 18. Jahrhundert hat mich schon schwer beeindruckt. Das fand ich ganz eine spannende Geschichte, ja. Zwischen all diesen Weihnachtsmärkten, Eindrücken und Genüssen zu einer News. Am 3. Januar steigt bereits die erste Gastroparty 2016. Gastronomen, aufgepasst! Jetzt hat auch eure hart arbeitende Zunft die eigene Party. Was ihr am Wochenende verpasst, wird sonntags nachgeholt. Im Hekel in Zürich steigt dann die Gastroparty. Mit Gleichgesinnten feiern, im sicheren Wissen, am montäglichen Wirtesonntag ausschlafen zu können. Schauspielerin Eva Longoria erhält den renommierten Pasticcio Rioja-Preis. Die Desperate Housewife wird für ihr soziales Engagement und ihre Leidenschaft für Rioja-Weine ausgezeichnet. Andreas Grummes hat sich bereits durch zwei Weihnachtsmärkte durchschnabuliert. Last but not least, er testet auch noch den Weihnachtsmarkt auf dem Bellevue in Zürich. Das Weihnachtsdorf am Züricher Bellevue wartet vor allem mit Kulinarik auf. Über 50% der Stände bieten Essen. Vieles davon äußerst exotisch. Hallo, da bin ich in Japan. Ja. Zu Hause. Aber ich würde gerne was Salziges nehmen. Was würdest du mir empfehlen? Mit Schweinefleisch? Ja, gern. Die isst man mit einer Soße oder so, natürlich? Einfach so. Einfach so? Okay. Wie kommt das an bei euch, am Weihnachtsmarkt in der Schweiz? Seid ihr zufrieden? Ja, mega. Lecker? Gibt keine Schweinerei beim Essen. Ja. No. Die Organisatorinnen des Marktes sind auch für die Streetfood-Festivals in Zürich verantwortlich. Das prägt auch das Weihnachtsdorf. Wir haben versucht, neben dem ganz klassisch traditionellen Raclette, Rösti, Maroni-Angebot Sachen aus aller Welt zu zeigen. Also wir haben selbstverständlich auch über unseren Streetfood-Kontakt Anbieter genommen, die wir ganz besonders haben, lernen schätzen im Verlauf des letzten Jahres. Also auch Dumplings, Kaiserschmarrn gibt es für uns. Es hat aus Japan Kulinarik, es hat aus Peru Kulinarik. Also Sachen, die eine recht große Bandbreite. Und gleichzeitig kann man aber auch zu uns kommen ins Fondue Chalet. Also dort gibt es dann also ganz klassisch für Weihnachtsessen zu machen, ein bisschen traditionellere Sachen. Und da versucht einen Ort zu kreieren, der auch sehr heimelig ist für die Vorweihnachtszeit. Als Zwischengang gibt es ein Wagyu-Beef, quasi ein Edelburger. Das Fleisch wird 24 Stunden in Saft und Bourbon aufgekocht. Wunderbar.
Das Finish wird dann wieder klassisch. Ich suche noch was Leckeres, Süßes zum Abschluss. Ich hätte gern so einen feinen Schokoladenstrudel. Ein Birnen-Schoki-Strudel, ja. Mit Vanillesauce? Mit Vanillesauce. Also hier im Weihnachtsdorf in Bellevue hat es viele Highlights. Und wenn ich so ganz ehrlich bin, das kleine, feine, süße zum Schluss, der hausgemachte Apfelstrudel mit Schokolade und Rosinen, dazu eine warme Vanillesauce, das hat mein Herz schon höher schlagen lassen. Jetzt ist er bei mir, der große Weihnachtsmarkt-Gastrokenner Andreas Krummes. Drei Märkte heute besucht, nämlich Luzern, Winterthur und Zürich. Welches ist dein persönliches Fazit? Also das persönliche Fazit ist, dass an allen drei Märkten verdammt kalt ist. Aber das muss es ja auch sein, es ist ja schließlich Dezember. Wenn ich die drei Märkte vergleiche, ist es eigentlich ein bisschen wie bei uns bei den Best Swiss Gastrobetrieben. Sie sind sehr lokal verankert. In Luzern ist es ein sehr touristischer Weihnachtsmarkt, wo auch viele Touristen von außen hinkommen. Winterthur ist sehr persönlich, mit sehr viel Liebe. Man merkt das Engagement der Veranstalter in dem Detail. Und wenn ich hier Zürich angucke, ja, internationale Stadt, urban, und so ist auch der Weihnachtsmarkt. Und von daher sind sie eigentlich nicht vergleichbar, sondern man muss sie dort, wo sie sind, eigentlich bewerten. Und da ist, glaube ich, jeder für sich recht gut. Der Ursprung von den Weihnachtsmärkten ist eigentlich auch noch eine interessante Geschichte. Ja, das ist so meine Beurteilung. Ich würde sagen, sind eigentlich die ersten Streetfood-Märkte. Food auf einem offenen Platz in verschiedenen Variationen angeboten. Leute treffen sich, reden miteinander und genießen die Vielfalt. Das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu. Welches wäre für dich so ein bisschen das Gastro-Highlight schlechthin? Also das Gastro-Highlight für mich ist eigentlich, dass wir auch im 12. Jahr 2015 so viele Betriebe bewegen konnten, die etwas bewegen wollen. Darum sind sie unternehmerisch erfolgreich, beim Best Swiss Gastro teilzunehmen und erfolgreich dieses Jahr mit den Betrieben gemeinsam beenden zu können. Wie zufrieden bist du mit der Award Night? Mit der Award Night war wieder ein Highlight. Wir sind in eine andere Location gegangen, in der wir noch nie waren. In einem großen Weihnachtszelt in der offenen Rennbahn. Eine sehr imposante, hervorragende Location. Mit dieser letzten Sendung endet ein bewegtes Jahr. Welches ist der Ausblick für 2016? Ganz sicher auch bewegt. Wir werden viele neue Sachen machen. Wir werden nicht stehen bleiben, wie die gesamte Gastronomiebranche auch. Wir haben viele Sachen schon in Päckchen verpackt. Die liegen unter dem Weihnachtsbaum, werden natürlich erst später ausgepackt. Und dann werden wir schauen, was da drin ist. Es bleibt sich auf jeden Fall bewegend und spannend. An dieser Stelle möchte ich mich von Ihnen verabschieden, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich möchte mich bedanken für das grandiose Jahr. Ich wünsche Ihnen eine fröhliche Weihnacht. Andreas, wo möchtest du dich bedanken? Ja, ich möchte mich bedanken bei all unseren treuen Gastronomiebetrieben, Partnern, unseren Zuschauern. Und ich denke, Stefan, wünschen wir allen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Herzlichen Dank auch an dich. Frohe Weihnachten, guten Rutsch. Und wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Ich freue mich auf Sie, auf ein bewegendes 2016.